Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Wir haben mittlerweile Naurims Schwester gefunden im Spiel Blackguards mit Paxis. Und ja, die soll uns mal ein bisschen erzählen, was mit der Schwester nun los ist. Nee, Quatsch, wir haben Naurim gefunden. Wir haben Niam gefunden, das ist die Schwester von Naurim, genau. Und fragen mal nach den Nachforschungen. Weißt du, was mit deiner Schwester passiert ist? Ich habe nichts bemerkt. Sie war auf einmal verschwunden und genauso plötzlich war sie wieder da. Mit diesem Loch. Aber vor einer Woche habe ich in der Nacht einen Fremden aufgescheucht. Er war über Salva gebeugt, hat ihren Mund geöffnet. Als er mich bemerkte, verschwand er. Ich habe ihn verfolgt, aber ich war wohl nicht ganz bei mir. Zu viel geraucht, oder was? Wie sah der Fremde aus? Er war kräftig, hatte eine Glatze und ein pockennarbiges Gesicht. Kommt mir bekannt vor. Lysanders Folterer. Ihr kennt ihn. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ich bin seinen Spuren gefolgt. Bis zu einem Landhaus südöstlich von hier. Aber es ist Tag und Nacht bewacht. Du bist eine Wilderin, sagt der Heiler. Ihr seid nicht besser, sagt mein Bauch. Sehr weise. Traumkraut. Das geht in den Geldbeutel, nicht wahr? Ein Grande kann sich das leisten, aber eine Jägerin? Was ist denn ein Grande? Was ein... Wie bitte? Das ist ja putzig. Wirst du uns hinführen? Kommt. Okay, wir bräuchten nur nochmal vollen Zauber für einen Kollegen, aber vielleicht gehen wir erstmal APs investieren. Wir wollten ja das Waffentalent besser machen. Schwerter und Säbel. Ja, auf 10 wollte ich das eigentlich bringen. Ich denke, das ist erstmal okay. Wir könnten sogar auf 11 bringen. Dann wären wir wieder Zauber, wieder Zwerg. Ja, machen wir das einfach mal. Dann brauchen wir... Ah, sie ist tatsächlich dabei. Ich wusste es doch, dass sie mitmacht. Änderung speichern. Was machen wir jetzt mit unserem Zwerg? Vielleicht die Lebenspunkte auf 50 bringen. Das war ja eigentlich auch mal mein Ziel. Das ist, denke ich, auch nicht schlecht. So, dann können wir die restlichen AP erstmal sparen. Zauberer. Ja, mal Astralpunkte. Die gehen wir jetzt erstmal auf. Auf 45, würde ich sagen. Den Rest sparen wir uns. Und dann schauen wir mal, was unsere Niam für eine ist. Aber ich dachte mir schon, dass die eine Jägerin ist. Von daher braucht er jetzt auch nicht mehr den Pfeil und Bogen, weil er eh nie damit kämpft. Dann gehen wir nämlich die Pfeile der Frau. Wofür hatte ich nochmal dieses Waffenset 2, also diesen Stab behalten? Hiebschaden 3 bis 8. Parade-Initiative. Ja, macht mir Nahkampfschaden, ne? Aber braucht man eigentlich auch nicht. Können wir den nämlich verkaufen, wobei, da ist auch nur 2 Dukaten wert. Ne, lassen wir mal so. Ein Hals kratzt. Oh, die hat Fallen. Eine versteckte Druckplatte am Boden, die einen Bolzen auslöst und 6 bis 11 Punkte Hiebschaden, sie wird gelähmt. Die klassische Bärenfalle. Ja, das ist doch auch schon mal interessant. Was hat die hier? Kurzbogen. Fernkampfattacke minus 10, wenn der Feind näher ist als 4 Felder oder weiter weg als 12 Felder. Ja, das wusste ich doch, dass da irgend sowas passiert. Ein gewöhnlicher Jagdbogen. Und dann hat sie noch einen Speer, wo sie halt aus 2 Feldern Entfernung angreifen kann. Körper hat Oberkörper, Ledermantel, alter, aber feiner gearbeiteter Mantel. Lederbeinlinge. Dann wäre es ja eigentlich auch mal irgendwann angebracht, dass wir halt die Ledersachen ihr geben. Damit sie dann diese Rüstungsboni bekommt und Lederstiefel. Gut, dann geben wir ihr noch die restlichen Jagdpfeile. Rüstungen, gewöhnlicher Gürtel. Hat sie auch schon einen gewöhnlichen Gürtel. Ach, kann die vielleicht Heilung oder sowas? Wäre ja mal nice.
Heilkunde kann die gar nicht, na toll. Körperbeherrschung. Die wird eh nicht so auf Nahkampf gehen. Fallen 4, Wildnisleben. Geschwindigkeit plus 1 für alle Kämpfe in der Wildnis. Preise für Ration sinken um 20%. Gewicht von Ration verringert sich um 15%. Tierkunde, Stufe 2. Lebenspunkte, Astralpunkte, Geschwindigkeit von Tieren der Stufe 2 werden angezeigt. Ebenso die Trefferwahrscheinlichkeit. Boah, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Was hat die für Sonderfertigkeiten? Finte, ein eingetäuschter Schlag, okay. Gezielter Stich, eine zielgerichtete Attacke auf eine Lücke in der Rüstung des Gegners. Ein gezielter Stich richtet immer Schadenspunkte an und kann zudem eine Wunde verursachen. Nur anwendbar mit Fechtwaffen, Dolchen, Schwertern, Säbeln oder Speeren. Ah, cool, wir haben ja Speere. Ausweichen, der Held ist geschickt darin, feindlichen Angriffen auszuweichen. Er erhält einen kleinen Bonus auf seinen Ausweichwert. Astrale Regeneration, der Held... Was? Die kann zaubern? Krass, die kann zaubern. Was hat die denn für Zauber? Acceleratus Blitzgeschwindigkeit. Stärkung. Effekte. Parade plus 1. Ausweichen plus 1. Initiative plus 2. Geschwindigkeit plus 2. Das heißt, dass der Zauber auch ziemlich gut ist, um einfach als Schutz zu dienen. Stufe 2 ist dann schon Parade plus 2. Ausweichen plus 2. Brauchen wir auch nur noch einmal verbessern, dann ist es schon Stufe 2. Würde sich natürlich lohnen, weil solche Schutzzauber immer ganz gut sind. Falkenauge Meisterschuss, da haben wir schon Stufe 2. Fernkampfattacke plus 5. Fernkampfschaden plus 3. Erfolgswahrscheinlichkeit 86%. Das ist auch nicht schlecht. Das ist, kann sie ja immer auf sich selber anwenden. Blitz dich find. Was? Schwächung. Attacke minus 3. Parade minus 3. Initiative minus 4. Sind gar nicht so schlecht, die Zauber, die hat. Dann würde ich sagen, machen wir diesen Blitzgeschwindigkeit, tun wir direkt mal um 1 verbessern. Das wird auf Stufe 2 kommen. Dann schauen wir mal, was bei Waffentalente abgeht. Bögen ist es schon auf 10, nicht schlecht. Speere ist ja auch auf 10, auch nicht schlecht. Da gehe ich aber auch mal auf mehr Angriff als Verteidigung. Können wir eigentlich sogar auf vollen Angriff gehen, weil ich werde eh versuchen, nie in den Nahkampf zu kommen, sondern aus leichter Distanz anzugreifen. Also das macht dann, denke ich, schon Sinn. Hat halt echt nur verdammt wenig Lebenspunkte mit 29. Weniger als Zauberer, deutlich weniger als Zauberer. Ja, die können wir eigentlich auch direkt mal um 1 verbessern. Hat sie wenigstens 30. Gut, sehr schön. Dann haben wir jetzt schon mal eine weitere Zauberin. Das gefällt mir. Ja? Proviant haben wir noch 3. Brauchen wir erstmal nicht. Dann würde ich sagen... Ach, wir können aber 2 verkaufen, oder? Den brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das war's. Tja, dann machen wir uns mal auf zum nächsten Schauplatz. Hier. Was? Landstreicher? Landsitz des Folterers. Dann gehen wir erstmal zum Landstreicher. Seid ihr auf dem Weg nach Kaleba? Vielleicht könnt ihr mir einen Gefallen tun. Ungern. Nichts Großes. Richtet nur meinem verdorbenen Bruder einen Gruß von mir aus. Er ist leicht zu finden. Kalebas reichster Händler mit Kalebas schönster Frau. Verkauft er auch fliegende Teppiche? Dann mach ein Märchen draus. Ja, warum grüßt er nicht selbst? Weshalb grüßt du deinen Bruder nicht selbst? Kaleba ist weit und meine Sohlen haben Löcher. Und was gibt es bei der Sache zu gewinnen? Einen fliegenden Teppich vielleicht. Mhm, naja, nehmen wir es mal an. Also schön, wie heißt der Mann? Sagt Sarino, sein Bruder Onaris lässt ihn grüßen. Wahrscheinlich werden wir für diesen Gruß dann direkt umgebracht, oder? Aber erstmal regenerieren wir die... den Zauber, und also die Zauberkraft unseres Zauberers. Und dann gehen wir zum Land des Folterers. Tor zur Villa. Vorhof, Innenhof, Lager und Folterer, okay. Oh, ich könnte mir vorstellen, das wird jetzt... Dann knackige Kämpfe auf jeden Fall, denke ich mal. Also seid ihr alle drei unabhängig voneinander unschuldig eingesperrt worden. Es klingt ein wenig ausgedacht, wenn du es so sagst. Wie dem auch sei. Wir sind da. Hier wohnt euer Folterer. Holen wir uns seinen Kopf! Vergiss nicht, dem Kopf Zeit zum Singen zu geben. Ich will antworten. Dann haben wir etwas gemeinsam. Bringen wir sie zum Schweigen, bevor sie Alarm schlagen.
Heimtückische Gegner verbergen Fallen in ihrer Umgebung. Um diese zu erkennen, musst dir mit einem deiner Helden eine Sinnesschärfeprobe gelingen. Um eine Falle zu entschärfen, bewege dich auf ein angrenzendes Feld und benutze den Apparat für ein interaktives Objekt. Möchtest du selbst Fallen auslegen, ziehe sie vor dem Kampf aus dem Gruppeninventar einen Gürtelslot. Okay. Wie schnell muss ich die denn umbringen, damit sie damit aufhören? Und wie komme ich denn an den da oben ran? Ich meine, es sind ja nur drei Gegner, aber der eine ist wieder so ein Stern, also wird schon wieder Level 2 sein. Und hier sind echt viele Fallen, verdammt. Das hier ist ein Bogenschütze, wenn ich das richtig sehe. Ne, der hat eine Armbrust, also werden wir da direkt mal hinlaufen. So, das soll ja nicht weiter als 12 Felder weg sein. Soweit ich weiß. Am besten wäre, wenn ich versuche, den da oben anzugreifen, weil den kann ich ja anscheinend nicht anders angreifen. Gehen wir mal hier hin. 22. Gezielter Schuss erhöht den Schaden um 5 Punkte. Moment, also ist gezielter Schuss sowas wie Wuchtschlag? Dann könnte ich den ja mal auf 1 ziehen. Problem ist halt nur, ich weiß jetzt gar nicht, wie gut ich damit treffe, ne? Naja, ich greife einfach mal an. 7. Damit gehen wir auch in die Richtung zu dem hier. Ach so, wir müssen ja die Fallen entschärfen oder machen das Ding ja kaputt. So, und mit dem werden wir jetzt einfach versuchen, den Typ hier oben anzugreifen. Weil ich muss ihn ja irgendwie platt machen, bevor er Alarm schlagen kann oder wie auch immer. Ja, gehen wir mal näher. Hoffen wir mal, dass er da rankommt. Wenn nicht, machen wir halt einen Schutzzauber oder irgend sowas. Nein, es klappt. Sehr schön. Oder halt auch nicht. Ach so, er tritt nicht in seine eigenen Fallen rein. Das ist doch blöd. Ja, solange sie alle ausweichen, ist doch alles okay. Was? Na toll. So, der gezielte Schuss hat aber beim ersten Mal geklappt. Warum nicht nochmal? 9. Na also, das war fast tot. Noch 6 hat er und hat schon eine Wunde. Machen wir auch mal das Ding hier kaputt. Was ist los? Wie lange dauert das denn, bis das kaputt ist? Und der Typ hat noch 6. Das heißt, jetzt müsste ja eigentlich der normale Flammenstrahl reichen, also der Stufe 1. Gut. Jetzt können wir uns mal auf die anderen konzentrieren. Wir machen mal das Ding ja mal platt. Oh, Jungs! Betreibt's mal nicht! Den kann ich treffen. Oder, weil der ja ständig angegriffen wird, zauber ich auf ihn mal eine Stärkung, und zwar Accelerator Blitzgeschwindigkeit 2. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt greifen wir das Ding hier an. Boah, ey, wie viel Energie hat das denn? Machen erstmal den hier mit Platz. Ach so, es geht nicht so weit. Okay, dann laufen wir mal hier hin. Na komm, jetzt müssen wir aber rankommen, oder? Na gut, dann greifen wir eben doch den hier an. Zehn lässt sich sehen und reimt sich. Der Typ mit seinem Pfeil und Bogen scheint eh nicht zu treffen. Ich greife jetzt doch erstmal den Typ hier an. Weil er einfach mehr Schaden machen. Hat auch eine Zweihandwaffe, weil eine Zweihandwaffe, was halt auch wieder ziemlich nervig ist. So, ich würde sagen, da greifen wir wieder mit gezielten Schuss an. Ist halt nervig, wenn man nicht sieht, wie viel Schaden er macht, aber ich glaube fast, wir sollten den einfach nur normal angreifen. Die besseren Gegner, die werden meistens nicht so gern getroffen mit solchen Spezialfähigkeiten. Hoffentlich, ach so, gut.
Ich wollte gerade sagen, hoffentlich fängt er nicht an, sich wieder zu heilen oder so, aber er hat sich dann doch dafür entschieden zu sterben. So, jetzt versuchen wir das Ding mal so kaputt zu machen. Ich weiß nicht, wie viel Energie das hat, aber ziemlich viel auf jeden Fall. Ich denke, bei dem können wir auch wieder gezielten Schuss anwenden. 7. Ach, ich dachte, wie das wäre der Zauberer. Ich bin so dumm. Jedes Mal was er mir da Fehler, ey. Ach, zum Kotzen. Gut, aber dann haben wir es ja gleich geschafft. Ah, hätte ruhig mal ein bisschen mehr abziehen können. Hätte ruhig mal 15 Schaden machen können. So, dass wir uns von ihm verabschieden. Und ja, dann greifen wir weiter das Ding an. Wobei ich ja fast glaube, dass dieses fast schneller kaputt geht, aber... Das treffe ich mit dem Zwerg nicht. Wie viel Energie hat das denn? Mann. Ah, oh, jetzt treffe ich ihn nicht mehr, weil Paxis im Wege ist. Oh nein. Na also, geh doch. Gehärtete Lederstiefel. Wieder nur Müll, ey. Findet man hier auch mal irgendwann was Sinnvolles? So, dann regenerieren wir uns mal mit zwei Rationen. Dann müssen wir bald mal Rationen kaufen, wie es aussieht. Zur Weltkarte. Vorhof. Der Vorhof zur Hölle. Okay. Was können wir mit der Glocke machen? Ach, wahrscheinlich dürfen die nicht geläutet werden, oder? Darf die nicht geläutet werden? Hier haben wir wieder so einen besonderen. Das ist wieder der Zweihänder. Dann haben wir noch einen Zweihänder. Und was der hier macht, weiß ich nicht. Ich würde jetzt aber trotzdem erstmal zu dem Typ gehen, damit er vielleicht nicht die Glocke läutet. Ich weiß nicht, ob ich sie läuten soll oder... Ich habe ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Ah, mit Paxis kann ich sogar schon angreifen. Dann würde ich ihn dann doch erstmal angreifen. 95% Trefferwahrscheinlichkeit. 11. So, machen wir erstmal den hier platt, würde ich sagen. Und gehen dafür... Treffen wir noch nicht, oder? Ne. Lass mich überlegen. Gehen wir hier hin? Reicht das schon aus? Sehen wir ihn da? Ja. Okay. Der hat nur noch 2. Also brauchen wir jetzt mit unserem Zauber die Energie von ihm, die Astralpunkte, nicht verschwenden, um den hier umzubringen. Sondern ich würde mal sagen, wir gehen auf ihn hier. Weil der wahrscheinlich am meisten Schaden macht. Und auch am meisten Energie haben wird, denke ich. Ach, Mist. Es wäre also besser gewesen, zuerst den hier platt zu machen, aber es... Naja, aber will ich das wissen? Es kann auch jeder andere dahin rennen. Wird auch so klappen. 12. Hat jetzt auch schon... Der hat schon 2 Wunden, der ist so oder so fast tot. Kommt jetzt Verstärkung oder wie habe ich das zu verstehen? Ich meine, selbst wenn jetzt Verstärkung kommt, das würde mich weniger stören, weil die ja eh fast alle schon tot sind. Oder kommen jetzt später erst mehr Gegner? Ich hab's gerade nicht so richtig kapiert. Alles nehmen, ich glaube, die Sichel ist aber trotzdem schlecht. Hm, keine Ahnung. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Moment, Sichel. Was macht die Sichel? Hiebwaffe, 3 bis 8 Schaden. Wenn, dann wäre das was für unseren Kämpfer. 3 bis 8, das macht 5 bis 10, okay. Ein Breitwert nach alter bosbarischer Machart. Sichel. Diese Bauernwerkzeug ist im Kampf recht unhandlich. Dennoch soll ein Bauer damit in der Olga-Schlacht an der Treubfutter einst einen gewaltigen
Oger die Fersen durchgeschnitten haben. Naja, warum auch nicht. Gut, brauchen wir nicht. Müll. Dann speichern wir mal und gehen zum Innenhof. Was geschieht mit diesen Menschen? Sie haben ein Loch in der Stirn, wie bei meiner Schwester. Hey! Das sind jetzt schon ein paar mehr, aber so wirklich mächtig sehen die auch nicht aus. Aber wenn ihr wissen wollt, ob ich den Kampf schaffe gegen so viele übermächtige Gegner, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.